Unser Kongress ist auch dieses Jahr der größte Kongress in Europa zum Thema Osteopathie. Der Kongress 2019 ist unser 16. Kongress und findet im Zeichen der kranialen Osteopathie statt. In der kranialen Osteopathie kann man noch sehr viel forschen und ich bin sehr glücklich darüber, dass wir die Experten vor Ort hatten, die die aktuellsten Forschungsergebnisse vorgestellt haben. Das Besondere an unserem Kongress zur kranialen Anwendung war, dass wir ein großes Expertenteam eingeladen haben, das einerseits die Tradition fördert, das heißt die Praxis, die sich im Laufe der Zeit immer qualitativ verbessert hat, und andererseits auch viele Forscher eingeladen haben, die über den Horizont hinausschauen können, uns neue Sichtweisen darzulegen. These events are definitely important in order to share and connect people together and share visions and share knowledge. So it is definitely something that should be done and should be kept alive for the future. And it's definitely important for our profession. And it is always a good occasion to meet friends and colleagues and who are coming from all over the world. Die Kongresse zeigen den Teilnehmern wirklich, wie groß diese Gemeinschaft der Osteopathen inzwischen geworden ist und dass wir eigentlich ein weltweites Netz haben. Das ist dieser eine Punkt. Und der zweite ist nach dem Grundsatz von Still, Dig On, also weitergraben, weitermachen, zusammen überlegen, was hilft noch, was steckt dahinter. Kongress und Austausch, um eben Neues in sein Leben zu lassen, um neue Ideen Fuß fassen zu lassen, um sich selbst aufzuwecken, wenn man auf seinem Pfad vielleicht ein wenig eingeschlafen ist, dass wir uns bewegen lassen, dass wir Zweifel bestehen lassen und dass wir diesen auch nachgehen, um zu erforschen, wohin uns dieser Zweifel führt, denn im Zweifel führt es zu einer neuen Erkenntnis.